Schneller, stärker, leichter. Porsche präsentiert Anfang Dezember auf der Autoschau in Los Angeles ein neues Topmodell. Der Boxster Spider feiert Weltpremiere. Die Zuffenhausener konstruierten das Mittelmotor-Sondermodell ganz im Geiste des legendären Rennwagens 550 Spider aus den 1950er Jahren. Das neue Mitglied der Boxster-Familie wurde in erster Linie zum Offenfahren entwickelt. Das flache, weit nach hinten reichende Stoffdach dient somit auch nur als Sonnen- und Wetterschutz. Der Spider ist im Vergleich zum Boxster S nicht nur wesentlich leichter, sondern auch stärker und schneller. Er beschleunigt in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und verbraucht durchschnittlich 9,3 Liter. Spitze schafft der Spider 267 km/h mit offenem Verdeck. Ein komplett neues Sportfahrwerk sorgt für echtes Rennsportfeeling. Der Boxster Spider begeistert durch seine Ursprünglichkeit sowie seine hohe Agilität bei größtem Fahrspaß. Zu haben ist das Geschoss ab Februar 2010. Basispreis 63.404 €.